Willkommen zu einem neuen Part von Terranigma. Erstmal ein Schlückchen Würk. Und wir sind stehen geblieben in Loir. Der Stadt mit dem ekligsten Wein überhaupt, wahrscheinlich. Und wir wollen nun in diesem Part nicht in das Schloss. Nein, gibt's nicht. Wir gehen hier oben lang. Und zwar in Richtung hier. Ein kleines Wäldchen in den Moos. Und zwar hier. Truhe. Götterknolle. Und dann klauen wir weiterhin. Und zwar da. Den hier. Da. The Steinpilz. Für uns hier kann man sehr leicht übersehen. Und nun, ja, das war's hier auch schon wieder. In das Haus brauchen wir nicht unbedingt gehen, interessiert uns gerade wenig. Gehen wir wieder den langen Weg durch Europa zurück in das Schloss. Und wollen... Ey. Hast du die Mitteilung des Königs gelesen? Morgen geht es los, okay. Wollte ich jetzt eigentlich unsere Herzdame besuchen? Wird wohl nix. Schade. Dann gehen wir erstmal eine Runde ratzen. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Hallo, Dicke. Na. Na, hat deine Dicke gesagt? Oh. Nimm das rechte Zimmer. Okay. Und einmal... Bam, bam, bam. Bam, bam. Badam. Da sind zwei Goldfische. Die schwimmen auf der Stelle. Jetzt nicht mehr. Oder nicht? Nee, die bewegen sich tatsächlich. Ein Pixel immer. Cool. Badabadaba. Lucien. Jetzt geht's aber ab zu unserer Herzdame. Alter, weg. So. Dun, dun, dun. Da, 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 da. Ab einfach oben und fall gegen den Spiegel. Da liegen Äpfel, da sind Betten und wir gehen hier lang, weil ich nicht weiß, wo es lang geht. Aber ich glaube, wir sind richtig. Jo, sind wir nicht. Leute wie dich wollen wir hier nicht sehen. Ja, was? Die Füder hat doch gesagt, ich soll hier Melina heiraten. Unsere Melina. Wie immer die auch aus der Unterwelt hier hochgekommen ist. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Das heißt, wir gehen wieder zurück ins EG. Zum Endgegner. Ja, nicht ganz. Dann ins Erdgeschoss. Da, 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 da. Da, dann gehen wir hier lang. Ab nach oben. Und ich sag diesmal richtig. Das könnte hinhauen. Hallo. Dieser Lochkanzkandidat. Ja. Ja, genau so. Sag mal, ist die Prinzessin eine hübsche Maus? Natürlich, sehr still. Warte im rechten Zimmer, bis man nicht ruft. Nö. Blödi, das ist das linke Zimmer. Du weißt doch, wo rechts ist. Nein. Deswegen gehe ich ja hier lang. Gut. Dann würde ich sagen, hallo. Bin ich der Mann der Prinzessin? Was habe ich ausgesorgt? Ja. Wir kämpfen gegen Drillinge. Hohoho. Ho, ho. Und zum komischen blauen Schnösel. Dann würde ich sagen, wir gesellen uns zu ihnen und warten. Nein, machen wir nicht. Hallo. Hey Kleiner, du willst ja Gemahl der Prinzessin werden? Hm, hübsch. Oh, danke. Junge, hör mir mal gut zu. Du bist weder stark noch klug. Doch gut aussehen, Alter. Was ein Geier, Alter. Eingebildeter Sack. Bitte? Du meinst also, du bist perfekt? Oi. Genau. Schau nicht so böse. Es steht dir einfach nicht. Was? Es steht dir einfach nicht. Ich bin Roy. Der so redet wie ich. Die Prinzessin ist mir egal, aber ich liebe ihr Geld. Geier. Gegen mich bist du chancenlos, Rosenmatz. Penner. Hey. Mit den goldenen Haaren. Du hast gute Chancen. Du wärst der Erste, der es der Prinzessin vorstellen darf. Er vorstellt. Tritt ein.
Gut, ich bin der Letzte, komm, darf mich vordrängen und auch erstmal rangehen. Ja, dann, Melina. Herzlich willkommen. Hallo Mann, mache zuerst den König. Was? Mache zuerst den König und Prinzessin Melina deine Aufwartung. Gehen wir zum König. Und man sieht, es ist tatsächlich Melina, nur mit anderen Haarfarben. Willkommen, der Diener erklärt dir die Regeln. Ich hoffe auf dich, für die Prinzessin und für unser Land. Okay. Und, ja, wie gesagt, Melina, unglaublich aber wahr. Oh. Prinzessin Melina? Sie sieht aus wie die Melina, die ich kannte. Sogar der Name ist gleich. Was geht dir vor? Schweig. Was? Sie ignoriert mich? Himmel! Ja. Also typisch Frau wieder, weißt du? So die Typen, die interessiert sind. Erstmal schön kalte Schulter zeigen. Nicht wie meine Melina. Ne. Ja, Prinzessin, wir sind hochnäsig und so, ne? Tja, und jetzt? Hallo? Da bist du. Die Prinzessin ist zu bemitleiden. Hilf ihr, wenn du kannst. Schweig. Ja, dann halt nicht. Okay, das kennen wir auch. Bla, 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 blub. Nerv nicht. Der Bräutigam der Prinzessin wird nach den folgenden Regeln ausgewählt. Der zukünftige Mann sollte vom Alter her zur Prinzessin passen. Ein schockierendes Ereignis ließ die Stimme der Prinzessin verstummen. Der König ist darüber sehr, sehr traurig. Derjenige, der die Prinzessin heilt, soll ihr Ehemann werden. Um die Prinzessin zu heilen, ist jeder Vorschlag willkommen. Allen Kandidaten steht eine gewisse Zeit zu, ein Heilmittel zu finden. Verstand? Yo! Mittel gegen Stummheit finden, der Prinzessin finden. Genau, wenn du etwas entdeckst, gib sofort Bescheid. Okay. Jetzt muss ich nur überlegen, wo wir lang müssen. Ja, und nächste Aufgabe, wir müssen ein Heilmittel finden, liebe Leute. Ich weiß, worum es geht. Ihr vielleicht... Oh. Der König nutzt es aus, dass die Prinzessin nicht sprechen kann. Vorsicht, wenn das der König hört, lässt der Gulasch aus dir machen. Niemand weiß, wer der zukünftige Mann der Prinzessin sein wird. Glaubst du also, der König würde seine Krone einem Fremden färben? Ich meine, es muss etwas passieren. Ich denke nur logisch. Psst. Äpfel klauen. Nom 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 nom. Schmeckt das? Wissen wir nicht. Croissant. Aber für mich. Hallo. Bitte? Oh nein, ich habe mir gleich über den König gesagt. Und wer bist du? Du gefällst mir. Sei mein. Vergiss die Prinzessin. Sie ist nicht die Tochter des Königs, sondern nur eine Waise. Alles klar, komm, ich schnapp mir nochmal Croissant und dann brennen wir beide durch. Alles klar, komm. Oh, Olle. Nicht. Dann gehen wir erstmal runter in den Keller. Ins Lager. Und klauen erstmal wieder. Bop. Merkt keiner. Und wieder raus. Und dann machen wir es mal ganz tricky. Wir sind ja gemein, ne? Und fies und böse und trinken jetzt erstmal ein Elixier. Jo, getrunken. Ist mir gerade so eingefallen. Ich habe ja noch welche. Oh, das Vitalixier nehmen wir auch noch mit. Weil wir können. 5. Und dann nehmen wir den hier. Möchtest du das auswählen? Ja, ausgerüstet. Okay. Und gucken, dass keiner guckt. Es wäre schlecht, wenn jemand was hineingäbe. Ja, ich weiß. Ja. Ja, ich so. Guck weg. Guck weg. Jetzt. Nicht. Nicht, kann ich nicht. Ist ja gut. Hallo. In diesem Topf koche ich das Essen für alle Schlossbewohner. Ja, ich weiß. Ich will auch hier... Kann ich das nicht machen? Auf deinen Steinpilz ausgerüstet. Oh, bin ich dumm. Alter, bin ich dumm. Erschlagt mich, ey. Oh, es tut so weh. Muss doch nicht den Pilz da reinschmeißen. Mein Gott, was mache ich denn? Leute, freuen sich doch, dass das so lecker ist. Ab in die Stadt. Bam, bam. Bam, 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 bam. Nein, diesmal nicht. Nee, nee. Ab ins Innen.
Und ab zum Typen hier. Hallo. Am besten Rezept ist der Schlaftrunk. Aha. Bekannt auf der ganzen Welt. Ich suchte im Mooswald nach Zutaten, fand aber keinen Pilz. Oh mein Gott. Dieser Scheinpilz. Ich selbst konnte bisher noch keinen finden. Gab ja auch noch einen, ne? Ja klar, überlasse ich dir den Pilz. Ja, was anderes dafür geben. Pilz abtreten. Natürlich kannst du ihn haben. Ich bin noch nett. Ah, ich gebe den Scheinpilz weiter. Danke, das wird allen schlaflosen, ruhigen Nächte. Schön. Brauche ich da einen Schlaftrunk, da die Zubereitung zeitanschuldig kommen, doch später wieder. Ja. Sagen. So, reicht das? Reicht das? Danke, wenn du notierst deinen Schlaftrunk. So, ein ausgewachsener Büffel fällt sofort in den tiefen Schlaf. Damit könntest du alle Bewohner des Schlosses in den Tiefschlaf versetzen. Geh mit äußerst behutsam damit und setz ihn richtig ein. Also. Naja, er erwähnt ja schon, dass wir alle Schlossbewohner einschläfern können. Aber wir sollen behutsam damit umgehen. Okay, gut, gut, gut. Ei verstehen. Dann gehen wir mal in das EG. Und dann heimlich wieder hier rein. Und ohne, dass es jemand merkt, ganz schnell heimlich. Oh, habe ich es nicht ausgerüstet. Mann, verdammt. Ich hoffe, mir guckt keiner zu. Ja, ich weiß. Michi füllt den Schlafrunk in den Topf. Oh nein, hat sie mich gesehen? Nicht. Das Essen ist fertig. Ich bin beschäftigt. Geh jetzt bitte. Dann halt nicht. Und wir gehen wieder rein. Und. Oh mein Gott. Nix. Oder? Die sehen so komisch aus. Hallo. Abstrakt. Dann schauen wir jetzt erstmal, was wir hier haben. Hallo. Oh, alle in der Quartiere sind am Ratzen. Wie süß. Hallo. Hier haben wir einen Typen. Haben wir hier noch mehr drin? Nix. Wer bist du denn? Alle Wachen sind nach dem Essen aufgrund sind eingeschlafen. Hey du, würdest du mir einen kleinen Gefallen tun? Öffne doch dieses Tür für mich mit dem Schlüssel der Wache. Was meinst du? Kein Problem. Ich soll also der Wache den Schlüssel mopsen. Robwood. Na, Robwood ist doch keine Anspielung auf einen gewissen Robin Hood. Das kann doch nur ein Zufall sein, oder Jungs? Und Mädels? Mist, verschlossen. Ja, ich muss mir auch den Schlüssel ausrüsten. Wupp, ausgerüstet. Yay, wicked. Und Kerkerschlüssel. Bitteschön. Okay, Kumpel, du bist frei. Danke, Bruder, ich schulde dir was. Zum Dank verrate ich dir, wo die Schätze des Königs versteckt sind. Im Schlafgemach des Königs befindet sich eine Geheimtür. Dahinter befindet sich ein wertvolles Relikt. Oh, du stirbst. Okay, okay. Dann wünsche ich dir viel Spaß in der Freiheit, lieber Robwood. Dass du die Reichen beklaust und die Armen wieder mehr Kohle gibst. Liegen schön die Äpfel auf dem Silbertablett. Hat er da eine Bibel gehabt? Na. Haha. So, dann gebe ich. Nee, Moment, hier ging's zu Thronsaal, richtig? Jo. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen hier durch. Jetzt muss ich natürlich überlegen, wo wir jetzt lang wollen. Ich würde sagen, wir gehen hier hoch. Und gehen direkt noch eine Etage hoch. Und sind im zweiten Stock und sie ratzt mitten im Stehen. Und ups. Ups. Dass nicht die Prinzessin ist? Nicht am Pennen? Und wir sehen gesehen. Ob schlafen sie nicht, Prinzessin? Sie essen wenig. Eieieiei. Ob die jetzt die Wachen ruft? Wir sollten uns beeilen. Ha, Michi. Die Prinzessin scheint dich nicht zu mögen. Verschwinde! Sieht aus wie Melina, aber sie benimmt sich anders. Fluffy haben wir auch schon ewig nicht mehr gesehen, sehe ich gerade mal so. So, und das machen wir. Ah, der Fette erstmal weg hier. Hier sind wir bei Melina. Sieht keiner. Oh, puff, weg. So.
weil ich Lust hatte. Der König. Und, na, wie war das hier? Wupp, und mein Turm. Dann schauen wir mal, was wir hier in dem Turm Interessantes finden. Müssen ja große Reichtümer sein. Ein Kristall. Und? Was haben wir hier unten? Die Hermesglocke. Leute. Ein Utensil, was wir natürlich brauchen werden. Warum diese Glocke aber hier oben versteckt ist, weiß es nicht. Die rüsten wir natürlich aus. So, wir sollen ja herausfinden, warum, wieso, weshalb unsere liebe Prinzessin am Schweigen ist. Dazu begeben wir uns erstmal wieder raus. Aus dem Schloss natürlich und schieben den erstmal beiseite. Schieben wir mal hier hin. Hopp, hopp, hopp. So, kannst du hier bei der Prinzessinwache stehen, da kommt sie nicht mehr in ihr Schlaf gemacht. Ha, tatatä. Und sie retzt da immer noch. Ersten Stock und noch ein Runde. Ins EG. Und verlassen natürlich jetzt sofort das Schloss, weil uns hält hier nichts mehr. Die anderen Räume, ich glaube, da war noch eine Bibliothek oder so, aber da ist jetzt nicht sonderlich was Interessantes drin. So. Die Stadt brauchen wir nicht. Wir gehen Richtung Norden, Richtung... Ja, Norden. Norwegen. Unserem nächsten Zielort. Skandia. Na, Skandinavien, ne? Findest du mal wieder was? So, wir betreten... Norfesta. Hallo? Wo gehst du hin? Doch nicht etwa in den Wald? Hast du schon von den bösen Bewohnern des Waldes gehört? Ja, ja, nein. Hast du wirklich vor, in den Wald zu gehen, Kleiner? Du bist mutig, Junge. Sehr vorsichtig. Es leben nicht nur Bösewichte in diesem Wald. Gut. Wir betreten den Wald. Tutut. Hermesglocke erklingt. Was wir hier wollen und was das mit der Hermesglocke zu tun hat, Freunde, das sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Part von Terranigma wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut und ciao, ciao, ciao.